Schönen Nachmittag hier in unserem virtuellen Raum 2. Es freut mich sehr, dass die Fachtagung doch noch stattfinden konnte. Ich darf mich kurz vorstellen. Mein Name ist Evelyn Wiesenhofer und ich arbeite bei Atempo. Atempo ist ein Sozialunternehmen in Graz und setzt sich dafür ein, dass alle Menschen in unserer Gesellschaft gleichberechtigt arbeiten, wohnen und leben können. Und Atempo hat immer wieder unterschiedlichste Projekte. Und viele Projekte findet man im Bereich Bildung. Wir versuchen, Menschen mit einer Beeinträchtigung auszubilden, sie fortzubilden und im Anschluss in den ersten Arbeitsmarkt zu vermitteln. Und Atempo ist bereits seit 20 Jahren auf dem Weg der Inklusion und macht auch immer wieder unterschiedlichste Projekte. Und ein Projekt davon, das wir derzeit haben, ist das Projekt Me and Your Stories. In dem Projekt geht es darum, dass man versucht, in Gemeinschaften, in Schulklassen, das soziale Miteinander zu stärken, indem man persönliche Geschichten kreiert, erstellt und auch digital aufbereitet, daher das Wort multimediales Storytelling. Und ganz wichtig ist uns, dass diese Geschichten auch im Anschluss digital, also aufbereitet werden, aber auch erzählt und ausgetauscht werden. Denn wir sind der Meinung, nur wenn man eine Geschichte auch hört, wenn man sich mit jemandem austauscht, so kann man den Blickwinkel eines anderen ändern. Ich sehe plötzlich eine Person mit anderen Augen, wenn ich feststelle, die Person hat Gemeinsamkeiten mit mir. Und so kann auch die Toleranzgrenze in einer Klasse, in einer Gemeinschaft erhöht werden. Und dazu haben wir eine Toolbox entwickelt, unsere Me and Your Stories, unsere multimediale Toolbox. Und genau diese Toolbox möchte ich Ihnen heute vorstellen. Dazu teile ich meinen Bildschirm mit Ihnen. Einen Moment. So, ich hoffe, jeder kann jetzt die Toolbox sehen. Ich werde im Anschluss auch den Link zu unserer Toolbox in den Chat stellen. Diese Toolbox wurde im Rahmen des Projektes Me and Your Stories entwickelt. Es ist eine multimediale Toolbox und sie wurde gemeinsam mit 5 europäischen Ländern, mit 5 Organisationen in Europa entwickelt und zwar mit Atempo. Atempo ist der Koordinator des Projektes mit der Universität London, mit einem Institut in London, das RIX-Institut, mit einer kleinen NGO in Berlin, mit einer NGO in der Slowakei und mit der Abteilung des Bildungsministeriums in Rumänien. Also 5 Partner haben gemeinsam diese Toolbox entwickelt und die Toolbox gliedert sich in 3 Teilbereiche. Und zwar die Me and Your Stories Philosophie, die Me and Your Stories, der Teil Storytelling und das Me and Your Stories Multimedia Kit. Ich werde jetzt alle 3 Teilbereiche kurz mit Ihnen durchgehen. In der Philosophie findet man verschiedene Ansätze, die uns im Projekt wichtig waren und sind. Und hier kann sich jeder Lehrende oder jede Lernende auch einlesen. Sie finden Informationen zum Classroom-Management, also wie kann man das Wohlbefinden in einer Klasse steigern. Dieser Ansatz kommt von unserem rumänischen Partner. Dann finden Sie Informationen zur Menschenrechtsbildung und zu kritischem Denken. Diese beiden Ansätze kommen vom deutschen Partner in Berlin und vom slowakischen Partner. Easy to read and understand.
Dieser Ansatz kommt von Atempo. Hier geht es darum, wie kann man Informationen an Schüler und Schülerinnen in einer leicht verständlichen Sprache weitergeben, damit auch jeder versteht, was gesagt und geschrieben ist. Der Ansatz Multimedia Advocacy oder ein universelles Design zum Lernen. Dieser Ansatz kommt von unserem englischen Partner. Und der Ansatz des Storytellings, die Methode des Storytellings, wurde hier gemeinsam in der Partnerschaft entwickelt. Wie schon erwähnt, uns ist es wichtig, nicht nur Geschichten zu kreieren und zu erstellen und zu schreiben, sondern die Geschichten auch in der Klasse auszutauschen, die Geschichten in der Klasse zu erzählen, damit man dann zu einem gemeinsamen Verständnis kommt, damit so die Toleranz in der Klasse steigt. Dazu haben wir 4 Schritte. Zuerst müssen wir oder sollten wir die Geschichte erzählen. Die Zuhörer sind aufgefordert, aktiv zuzuhören. Und im Anschluss sollte die Geschichte gemeinsam in der Klasse nochmal wieder erzählt werden, damit dann ein gemeinsames Verständnis aufgebaut werden kann. Also ein wichtiger Aspekt in unserem Storytelling gilt dem Retell, dem Wiedererzählen, sodass man zu einem gemeinsamen Understand, zu einem gemeinsamen Verständnis kommt. Aber jetzt möchte ich euch die 2 praktischen Teile näher bringen und zeigen. Und zwar den Teil Storytelling, wo man verschiedene Übungen findet, die man mit den Schülerinnen in der Klasse gemeinsam machen und durchführen kann. Und den Teil Multimedia Kit, wo man unterschiedlichste digitale Möglichkeiten findet, wie die Schülerinnen die Geschichte digital aufbereiten können. Nun zuerst zum Teil Storytelling. Welche Geschichten werden in der Schulklasse oder können in der Schulklasse erarbeitet werden? Hierzu haben wir 6 Themenbereiche kreiert. Wir haben die Themen Identität und Kultur, die Themen Bedürfnisse, das Thema Weltanschauung, das Thema Vorbilder und Role Models, das Thema Hobbys und Interessen und das Thema Familie und Freundschaft. Hier kann sich der Lehrer oder die Schülerin oder die Schülerinnen einen Themenbereich auswählen, wo sie meinen, das interessiert mich, dazu möchte ich eine Geschichte erzählen oder kreieren. Entscheidet sich ein Kind für Hobbys oder Familie oder die Lehrerin für diesen Bereich, die Lehrerin entscheidet sich in den nächsten Unterrichtsstunden zum Thema Familie zu arbeiten, so findet man in diesem Bereich verschiedenste Übungen, die der Lehrer mit den Schülerinnen durchmachen kann. Und zwar sind die Übungen untergliedert in Starters, also in Vorspeisen, in Suppen, in Soups, in Hauptspeisen und in Nachspeisen, Desserts. Ganz kurz erklärt, was sind Übungen zu den Vorspeisen? Im Bereich Starters oder Vorspeisen findet man allgemeine Übungen, damit die Schülerinnen mal Lust kriegen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Hier findet man Übungen. Wenn man diese Übungen anklickt, so öffnet sich ein Google Doc-Dokument und Sie als Lehrer oder Lehrerin finden eine Anleitung, wie man diese Übung in der Klasse durchführt. Also man startet mal mit einer Vorspeise. Im Anschluss findet man Übungen, die nennen wir Suppen. Und in diesen Übungen geht es darum, dass man die Schüler und Schülerinnen mit dem Thema allgemein, mit dem Thema Familie und Freundschaft allgemein in Verbindung bringt und man
unterhält sich mit den Schülerinnen allgemein, was ist Familie, wer gehört zur Familie. Und auch hier findet man wieder verschiedene Übungen, die man mit den Schülerinnen durchführen kann. Und erst in der Hauptspeise geht es denn dann darum, wenn die Schülerinnen soweit sind, dass sie mal Lust bekommen haben, sich mit dem Thema zu beschäftigen, wenn sie allgemein über den Begriff Familie Bescheid wissen, erst dann kommt man zur Hauptspeise und in der Hauptspeise kreieren dann die Schülerinnen die eigene und die persönliche Geschichte. Und in jeder Geschichte ist uns im Rahmen der Hauptspeise eben wichtig, dass die Geschichte auch wirklich erzählt und ausgetauscht wird in der jeweiligen Klasse oder auch in einer Schule, in einer gesamten Schule. Und erst dann, wenn alle Kinder die persönliche Geschichte oder eine Geschichte in Gruppen erstellt haben, erst dann haben wir unser Multimedia-Kit zur Verfügung, das den Schülerinnen dabei unterstützt, die Geschichte auch multimedial aufzubereiten. Und wir sensibilisieren oder möchten die Schülerinnen auch dazu sensibilisieren, dass wir immer, wenn wir eine Geschichte multimedial aufbereiten und anderen online zur Verfügung stellen, dass wir besonders auf drei Regeln achten. Und die drei Regeln finden Sie hier. Diese drei Regeln können dann auch hier angeklickt werden und ausgedruckt werden und den Schülerinnen zur Verfügung gestellt werden. Was sind unsere Regeln? Erste Regel heißt, schütze dich selbst, schütze deine eigene Identität und gebe keine persönlichen Daten im Internet preis. Zeige Respekt, zeige in Respekt dahingehend, dass man sicherstellt, dass man eine respektvolle Sprache verwendet und auch niemanden verärgert, wenn man Informationen ins Internet stellt. Und eine wichtige Regel ist, frage um Einverständnis. Verwende niemals Texte oder Fotos oder Audio-Nachrichten, von denen du nicht die Einverständniserklärung hast, der das Video oder das Foto erstellt hat oder der das von demjenigen, der auf dem Foto zu sehen ist. Ja, das war jetzt der Bereich Familie und Freunde. Und jeder Bereich unserer sechs Themen ist gleich aufgeteilt. Also Sie finden überall Übungen, die untergliedert sind in Vorspeisen, Suppen, Hauptspeisen und in der Nachspeise versucht man dann die eigene Geschichte digital aufzubereiten. Im Bereich Familie und Hobbys gibt es noch eine Besonderheit und zwar hier haben wir E-Books erstellt. Ich öffne ein E-Book. Und zwar, dieses E-Book dient als Arbeitsmaterial für Sie als Lehrerin und für die Schüler als Arbeitsbuch, das man normalerweise als gedruckte Form zur Verfügung hat, haben wir hier ein E-Book erstellt. Und in diesem E-Book finden Sie als Lehrer oder Lehrerin für die Schüler und Schülerinnen Arbeitsunterlagen, wo man genau alle Unterlagen, alle Beispiele, die ich Ihnen vorerst gezeigt habe, hier in einem Arbeitsbuch wiederfindet. Man findet hier eine Menükarte, wo wir wieder erklären, dass unsere Übungen in Vorspeisen, Suppen, Hauptspeisen und Dessert aufgegliedert sind. Man findet ein Inhaltsverzeichnis mit allen Übungen und dann sind alle Übungen hier erklärt, was ist das Ziel der Übung und was ist in dieser Übung jetzt zu tun. Braucht man weitere Informationen oder Unterlagen, um diese Übung durchzuführen, so sind die Bilder mit einem Klick versehen,
wenn man weitere Unterlagen herunterladen kann oder muss, damit man die Übung durchführen kann. Hier zum Beispiel gibt es weitere Unterlagen, dann klickt man auf dieses Bild und man wird weitergeleitet zu einem Arbeitsblatt, das die Lehrerinnen ausdrucken können und dann im Unterricht den Schülerinnen austeilen können, damit sie diese Übung im Unterricht durchführen können. Ja, das war jetzt der Bereich Familie und wie schon erwähnt, alle anderen Teilthemen, alle anderen Bereiche sind auch in der gleichen Struktur wie Familie aufgebaut. Alle diese Unterlagen sind frei zugänglich. Sie als Lehrer oder Lehrerin können diese Unterlagen frei verwenden. Die Übungen können Sie runterladen und auch gegebenenfalls ausdrucken und auch abändern, wenn Sie das wünschen. Schaut man sich so ein Arbeitsblatt an oder eine Übung, wie die durchgeführt wird, so findet man hier ganz unten die Kennzeichnung Creative Commons. Das hier bedeutet, dass Sie die Unterlage frei verwenden können und auch abändern können, wenn Sie das wünschen. Also Sie brauchen hier keine Sorge haben, dass Sie hier Unterlagen verwenden, die Sie nicht verwenden dürfen. Jetzt wieder zurück in unserer Me and Your Stories Toolbox. Wir waren jetzt schon im Bereich Philosophie, wo Sie verschiedene Ansätze finden zu unserer Toolbox. Auch den Bereich Storytelling haben wir uns schon gemeinsam angeschaut. Hier im Teil Storytelling finden Sie Übungen, die Sie gemeinsam mit den Schülerinnen im Unterricht durchführen können, damit die Kinder unterstützt und gestärkt werden, ihre eigene persönliche Geschichte zu erarbeiten, zu kreieren, zu schreiben, zu gestalten. Wenn die Schülerinnen die Geschichte erstellt haben, so haben sie die Möglichkeit, die Geschichte auch multimedial aufzubereiten. Und den Bereich Multimedia Kit möchte ich Ihnen jetzt näher vorstellen. Auch hier finden Sie wieder 6 Teilbereiche. Die Schülerinnen haben die Möglichkeit, einen Film zu gestalten oder ein Stop-Motion-Video, ein E-Book zu gestalten, ein elektronisches Buch. Sie können auch unterschiedliche interaktive Tools verwenden, wie zum Beispiel Padlet oder Ansagarten. Sie können auch Ihre Stimme aufnehmen oder Geräusche aufnehmen im Rahmen Ihrer Geschichte. Sie können Wörter schreiben oder Sie können die Geschichte mit Hilfe von Bildern oder Gegenständen gestalten. Ich möchte Ihnen einen Teilbereich dieser 6 Bereiche wieder näher zeigen. Wichtig zu wissen, jeder dieser Bereiche ist gleich in der gleichen Struktur aufgebaut. Ich zeige Ihnen diesen Aufbau anhand des Bereiches Film und Video. Klickt man auf Film, so hat man nun die Auswahl. Ich möchte einen Stop-Motion-Film machen oder ich möchte einen Kurzfilm machen oder ein Erklärvideo. Ich entscheide mich für einen Stop-Motion-Film. Darf ich bitte ganz kurz unterbrechen den Vortrag? Wir haben jetzt nur vielleicht eine Minute, um den Vortrag zu beenden. Danach möchte ich bitte 5 Minuten Zeit geben für die Diskussion und für Fragen. Ja, okay. Also, möchte ich mit den Schülerinnen einen Stop-Motion-Film machen, so findet man hier allgemeine Infokarten über Stop-Motion. Auch diese können Sie wieder anklicken und ausdrucken und den Schülerinnen zur Verfügung stellen. Als zweite Infokarte finden Sie eine Infokarte über die App. Welche App empfehlen wir oder verwenden wir, um einen Stop-Motion-Film zu erstellen?
Und was sind die wichtigsten Informationen, um so einen Stop-Motion-Film mit dieser App zu erstellen? Auf der dritten Seite findet man einen kurzen Erklärfilm, ein Erklärvideo, wie erstelle ich so einen Stop-Motion-Film? Und auf der letzten Seite finden Sie als Lehrer oder Lehrerin einen Vorschlag, wie kann ich jetzt diesen Stop-Motion-Film, diese Stop-Motion-Einheit in meinem Unterricht integrieren. Alle diese Teilbereiche sind wieder gleich aufgeteilt, nur der Teilbereich interaktive Unterricht-Tools. Hier findet man eine Auflistung von unterschiedlichen Tools, die auch verknüpft sind mit den Übungen im Storytelling. Also es gibt immer wieder Übungen im Storytelling, wo man eines dieser interaktiven Tools dann im Rahmen der Übung mit den Schülerinnen gemeinsam verwendet. Okay, das war's soweit. Das war unsere Me and Your Stories Toolbox. Ich hoffe, ich konnte sie Ihnen schmackhaft machen und freue mich jetzt über Fragen. Ja, herzlichen Dank, Frau Wiesenhofer. Es ist eine Frage im Chat aufgetaucht, in welchen Schulstufen soll bzw. kann das verwendet werden? Wir sind jetzt vorwegs unterwegs in Volksschulen und in Mittelschulen. Also wir machen derzeit auch sehr viele Workshops und sind in Schulen und arbeiten gemeinsam in Schulen mit diesem Toolbox und vorwiegend Volksschulen und Mittelschulen. Wir waren aber auch schon in einer polytechnischen Schule, um dort auch Teambuilding ein bisschen zu machen mit Hilfe der Toolbox. Danke. Sonst noch irgendwelche Fragen, die aufgetaucht sind im Plenum? Ja, und zwar ist ein Login auch für Schülerinnen notwendig? Wenn ja, funktionieren auch Google oder Microsoft Accounts? Es ist hier für die Toolbox an sich ist gar kein Login notwendig. Es ist frei zugänglich, man braucht sich nicht irgendwie registrieren oder einloggen. Und die Google Doc-Dokumente sind für alle freigeschaltet. Man hat auch Zugriff, wenn man keinen Google-Account hat. Super, Dankeschön. Okay. Noch eine Frage von Ihrem Jemanden? Nein, anscheinend nicht. Dann, ja. Ich würde den Link zur Toolbox jetzt noch in den Chat stellen. Ja. Und auch den Link zu Atempo. Denn auf dieser Seite bei Atempo finden Sie alle Informationen zum Projekt und auch meine Kontaktdaten. Und falls Interesse besteht, also wie gesagt, wir sind immer wieder auch in Workshops, in Schulen, wo wir gemeinsam mit Schülerinnen arbeiten, mit Hilfe der Toolbox, dann können Sie sich jederzeit gerne direkt bei mir melden und wir könnten einen Termin vereinbaren. Es gibt immer wieder gute Fördermöglichkeiten mit der OERD, also wir kooperieren mit der OERD, wo diese Workshops dann auch von der OERD gefördert werden. Ich habe jetzt auch noch meine E-Mail-Adresse reingeschrieben. Also wenn Interesse besteht, bitte einfach bei mir melden und wir könnten einen Workshop vereinbaren. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn die Toolbox, wenn Sie sie ausprobieren und testen. Ich freue mich auch immer über Feedback, damit wir die Toolbox auch noch verbessern können. Und auch bei den ganzen Übungen, die Sie kostenlos runterladen können, können Sie einen Kommentar einfügen. Also Sie können die kommentieren. Und wenn Sie Verbesserungsvorschläge haben, bitte, wir freuen uns immer wieder über Feedback. Eine Frage noch, sind die Workshops kostenpflichtig?
Die Workshops sind kostenpflichtig. Wir kooperieren mit der OERD und das ist ganz, ganz unterschiedlich, die Kosten. Wir stimmen uns immer auf die Bedürfnisse der Schule ab. Es kommt darauf an, wir bieten Workshop ab einem halben Tag an. In den meisten Fällen sind wir aber 2 bis 3 Vormittage in der Schule, damit man auch konzentriert und ein bisschen intensiver mit den Schülerinnen arbeiten kann. Ja, herzlichen Dank noch einmal und danke fürs Fragen beantworten jetzt. Wer jetzt im Raum 2 weiterhin bleibt, da geht es dann weiter, nämlich mit der Frau Magister Albert über unterrichtet den mit den Microsoft Tools. Okay, herzlichen ich sage Dank vielen Dank nochmal, und noch einen schönen Abend. Danke für den Vortrag. Wiederschauen.